Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Zweikanal Broski. Ja, heute gibt's mal wieder einen Stadion-Vlog. Heute gibt's mal wieder einen Schalke-Stadion-Vlog. Das war ja auch der letzte. Vor zwei Wochen war ja diese wilde Zeit, wo irgendwie ich in 5 Tagen, glaube ich, in 3 Stadien war. Heute Auswärtsfahrt, Bremen. Ich bin gespannt. Wird ein geiles Spiel. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Checkt gerne das letzte Video ab. Da ging es um meinen Garten. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Spiel soll ich als nächstes besuchen. Vielleicht auch international irgendwas Cooles. Ich hatte eigentlich geplant, City gegen PSG. Musste ich leider absagen. Habe ich doch leider keine Zeit. Kann es nichts machen. Aber schreibt mal gerne andere Spiele rein, die euch noch interessieren würden. Auch gerne mal irgendwas Verrücktes. Ich würde gerne, sobald es natürlich auch zwecks Corona möglich ist, ein bisschen rumkommen. Ja? Also schreibt es mal sehr gerne rein. Heute, wie gesagt, Bremen-Schalke. Ich hole jetzt gleich einen Kollegen ab. Mit dem fahre ich zusammen dahin. Der gute Timo, mein Mod aus dem Chat, King Möwald, Ehrenbruder, hat mir 2 Tickets geklärt für die 2. Reihe. Bruder, ich hab Bock. Ich sag euch ehrlich, es wird ein cooles Spiel. Bei Bremen wurde der Trainer heute Morgen entlassen, beziehungsweise er ist selber zurückgetreten, weil er irgendwie sein Impfzertifikat anscheinend gefälscht hat. Ist noch nicht 100% safe. Falls ja, mies lost. Ehrlich, mies lost. Ohne Scheiß. Da wäre die Impfung auf jeden Fall einfacher gewesen. Aber gut, Unruhe bei Bremen vorm Spiel. Bei Schalke, ja, die haben jetzt, glaube ich, wettbewerbsübergreifend auch irgendwie 3 Niederlagen in Folge. Da waren die letzten Spiele auch nicht so nice. Mal schauen. Das könnte das erste Spiel sein, also an das ich mich zumindest erinnere, nachdem beide Trainer von beiden Vereinen entlassen werden, wenn Bremen hoch gewinnt. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Aber ihr kennt mich, ich bin mal wieder zu spät. Ich muss los. Wir sehen uns dann gleich. Stündchen noch. Hallo, der Kollege ist mittlerweile auch da. Übrigens, das ist der Typ, für den ich bei Insta irgendwie 4 Strikes oder so gekriegt habe, weil ich dir zum Geburtstag gratuliert habe. Hä? Warum? Ja, wegen Mobbing. Ja, aber du weißt du doch. Ist auch richtig so. Ich hoffe, du wirst so kriegen. Hast du schon einen blauen Haaren? Ja. Scheiße. Aber ich kann. Ich hoffe, der wird wieder weggenommen. Ja, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. Sympathischer Mann hier neben mir. Kennt ihr? Und weil wir das Thema letztens im Stream hatten, was ist das für eine Verarsche? Es ist 16.30 Uhr. Es ist irgendwie auf der Kamera, kommt es bedeutend heller rüber als jetzt gerade in echt, ne? Junge, ist das einfach wie 20 Uhr? Wer hat sich das ausgedacht? Herbst bzw. Winter ist Schmutz. Diskussion beendet. Wir sind in Bremen und ich glaube, wir sind vielleicht im selben Hotel wie die Schalke-Mannschaft. Guck mal, da steht der Bus von der Weltmannschaft. Ja moin, was geht denn ab? Heute 3 Punkte vielleicht? Ja. Wir sind jetzt im Hotel, Freunde. Können noch nicht einchecken. Perfekt, eine Stunde ist Anstoß. Kollege Schnürsch ist gerade auf dem Klo. Wir müssen mal langsam los hier. So, was ist denn der Chef? Block 106? Wo ist das? Keine Ahnung. Mal gucken. Also wir sind auf jeden Fall am Stadion. Moiners. Also, Wetter ist mies scheiße. Es könnte ein unangenehmes Zweitligaspiel werden. Ja. Ja, doch. Kann man machen. So, wir suchen mal den Eingang. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber auf jeden Fall sehr angenehm. Wir sind hier gerade an so einer 2 Kilometer langen Schlange vorbeigelaufen. Nur um dann festzustellen, dass wir uns hinten anstellen müssen. Perfekt, Bruder. Ich sag, das wird ein ganz, ganz knappes Ding bis zum Anpfiff. Aber wir kriegen es hin. Weder ihr noch wir. Schalke-Fans sind auf jeden Fall da. Und heute Flutlicht. Ja, Mann, geil. 24, Doppelkretzler. Die 33, Malik Jaff. Die 35, Marcin Kaminski. Ja, geil. Das ist mies geil, Alter. Atmosphäre auch gut. Sehr, sehr wild auf jeden Fall. Atmosphäre. Geil, Alter.
mich hier ab, Alter. Ey, jetzt regnet es ja rein. Was ist denn für ein Quatsch? Macher. Zeit für ein kurzes Halbzeitfazit. Ich sage euch ehrlich, schwierig. Also Bremen ist schon leicht besser so, aber Bremen ist jetzt auch nicht übertrieben gut. Schalke ist übertrieben scheiße, das kann ich euch sagen. Also da geht original gar nichts. Spielerisch haben wir uns in den letzten zwei Wochen wunderbar weiterentwickelt. Die langen Bälle funktionieren super. Ja, keine Ahnung. Also bis jetzt, die Highlights waren irgendwie so zwei, drei Fouls. Die Stimmung ist aber wirklich gut. Das ist Quatsch, ehrlich. So viel zum Halbzeitfazit, wir gehen zurück ins Studio. Schalke ist schon wieder da, die sind motiviert, die müssen liefern. Ich hab auf euch getippt, Männer.
Scheiße! Ist jetzt schon ein bisschen vergangen nach dem Spiel. Wir gehen jetzt noch in irgendeine Shisha-Bar. Ich habe den Elfmeter jetzt mittlerweile im Real Life gesehen. Fand den gut. Ich gebe euch ein Spielfazit auf jeden Fall nachher. Ich muss kurz stehen bleiben. Also, ja, ich... Nee, wir reden nachher über das Spiel. Reden wir nachher über das Spiel? Wir reden nachher über das Spiel. In einer ruhigen Minute. So, wir sind im Hotel angekommen. Kurzes Spielfazit habe ich euch noch versprochen. Ja, was soll ich euch erzählen? War kein gutes Spiel von Schalke. Am Ende ist, glaube ich, sogar ein Punkt relativ gerecht. Ja, trotzdem der Elfmeter. Ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt. Reden wir am besten nicht drüber. Tut natürlich weh, ne? Wenn man so spät das 1-0 macht und dann in der 95. oder so das 1-1 kassiert. Trotz allem, die Stimmung war auf jeden Fall gut. Also sowohl von den Bremen-Fans als auch von den Schalke-Fans, da waren ja echt richtig viele mit. Ich glaube, so bis zu 10.000 waren dabei. Also es war auf jeden Fall von der Stimmung richtig krass. Ja, trotzdem kann man nicht zufrieden sein. Wenn man 1-0 führt und dann so spät durch einen sehr, sehr umstrittenen Elfmeter, will ich mal sagen, dann noch um 3 Punkte gebracht wird. Ich weiß nicht, Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall, das Stadion-Vlog hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Also es war wieder kein gutes Spiel von Schalke. Der Elfmeter, ja. Terodde hat seinen Torrekord. Der ist jetzt der beste Zweitliga-Torschütze aller Zeiten. Da gehen auf jeden Fall die Props raus, hat das Ding gut gemacht. Ich sitze noch kurz nach dem Spiel. Ich weiß noch nicht so großartig, was ich sagen soll. Reden wir wahrscheinlich dann heute Abend im Stream dann nochmal ausführlich drüber. Es ist halt so ein typisches Schalke-Spiel gewesen. Hättest du das gewonnen, wäre man glücklich gewesen, auch wenn wir nicht gut gespielt haben. Aber ja, ein spätes Gegentor, was soll ich euch erzählen, Freunde? Wie gesagt, lasst einen Daumen da, falls euch der Stadion-Vlog gefallen hat. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, wo ich mal als nächstes hingehen soll. Auch fernab von Schalke, vielleicht habt ihr ja coole Ideen von interessanten Spielen international, wo ich auf jeden Fall noch hingehen soll. Ich bin raus, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein, wir sehen uns heute Abend im Stream. Ciao, ciao.